Also von alleine ist der Alkohol nicht in den Kinderpunsch reingekommen. Das liegt auch daran, dass die Städter nicht wissen, wann sie aufhören müssen zum Saufen. Auf der Skipiste suchte sie den Kick. Viele Frauen leben allein mit ihrem Kind. Nur weiß keiner, wer der Vater ist. Die ist verheiratet. Verheiratet ist er. Ich erwarte auch keins. Ich will auch keins. Doch ihre Saufgelage kosteten sie das Leben. Und da sind die zwei ein Herz und eine Seele geworden. Ich habe es kommen sehen. Das jetzt bei Richterin Barbara Salisch. Frau Ebner, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Mordes an Nicole Nusser, Ihrer früheren Freundin. Frau Ebner, Ihr Vorname ist Agathe. Sie sind am 3. März 1982 in Münster geboren, sind ledig und haben einen einjährigen Sohn. Andrea, er lebt bei meiner Mutter, seit ich in Haft bin. Aber auf die Dauer ist das ja kein Zustand. Ich will wieder bei meinem Kind sein. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Werbegrafikerin. Und seit dem 18. Januar 2010 in Untersuchungshaft in Münster. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 15. Januar 2009 feierte Nicole Nusser zusammen mit drei Freundinnen, unter anderem der Angeklagten, auf einer Berghütte in Berchtesgaden ihren Junggesellinnenabschied. Die Angeklagte, die selbst alleinerziehend ist, missgönnte Nicole Nusser, dass diese einen Mann heiraten wollte, mit dem sie selbst einmal eine kurze Affäre gehabt hatte. Den ganzen Abend über trank die Angeklagte sich Mut an, weil sie Nicole Nusser auf der Abfahrt zum Hotel auf der Skipiste umfahren und so tödlich verletzen wollte. Wie beabsichtigt fuhr sie dann auf der Skipiste hinterrücks in Nicole Nusser hinein. Diese zog sich beim Aufschlagen auf der Piste einen Schädelbasisbruch zu und verstarb trotz aller Rettungsbemühungen noch in derselben Nacht. Agathe Ebner wird daher wegen Mordes angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Ebner. Kleinen Moment, aber Hunde jedenfalls sind als Zuhörer bei mir nicht zugelassen. Ja. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin der Sedelmeier Alois. Ich soll der Herrin eine Zeugenaussage machen. Ja. Und dem Urmel und mir ist draußen zu Fahrt geworden. Und da wollten wir hier... Ja, aber Herr Sedelmeier, da müssen einfach Zeugen und Hunde durch. Für Unterhaltung bin ich ja nicht zuständig. Versuchen Sie doch mal bitte, ob Sie diesen Urmel oder wie der Kerlchen heißt, auf meiner Geschäftsstelle parken können. Meine Frau Herrscher, die mag alles, was Fell und vier Pfoten hat, ja? So, wenn Sie denken... Ich denke es dringend. Ich denke es dringend. Geh mal wieder. Komm, Urmel, geh mal. Geh mal aber zügig. Auf was die Leute alles kommen als Ideen. Frau Ebner, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie aussagen? Ich will auf jeden Fall aussagen. Das alles war ein schrecklicher Unfall. Und ich weiß bis heute nicht, wo diese 1,4 Promille in meinem Blut hergekommen sind. Ich schwöre, ich habe nichts getrunken und schon gar nicht habe ich Nicole irgendwas tun wollen. Warum auch? Ja, weil Sie sich natürlich überhaupt nicht gefreut haben, auch als Freundin nicht, über die bevorstehende Hochzeit. Die wollte doch einen Mann heiraten, der Sie abserviert hat, oder nicht? Und das wollten Sie verhindern. Sie wollten nicht, dass diese Hochzeit stattfand. Herr Staatsanwalt, also wegen einer längst abgehakten, banalen Kurzzeitaffäre begeht doch kein Menschenmord. Ich bitte Sie, und wenn Nicole Nusser, wie jeder vernünftige Skifahrer, einen Helm getragen hätte, dann hätte sie diesen, ja, diesen tragischen Unfall unproblematisch überlebt. Ja, ich habe oben an der Hütte noch zu Nicole gesagt. Und Mann, wir haben unsere Helme im Hotel vergessen. Aber irgendwie mussten wir dann runterkommen. Mhm. Fakt ist, dass Nicole Nusser noch leben würde, wären Sie nicht in sie hineingefahren mit Absicht. Frau Ebner, die Staatsanwaltschaft unterstellt das. Ja, Sie hätten sich den ganzen Abend über Mut angetrunken, weil Sie Nicole Nusser eben auf dieser Rückfahrt nach unten in einen Unfall oder einen tödlichen Unfall verwickeln wollten. Was haben Sie an diesem Abend an Alkohol getrunken? Also ich habe ein Glas Sekt getrunken zum Anstoßen. Ich hatte mir extra beim Wirt einen Topf mit Kinderpunsch bestellt und den habe ich dann auch getrunken. Und vielleicht noch so viel von dem Jagertee, den die anderen hatten, aber auch wirklich nur, um den mal zu probieren. Aber davon, also von einem Glas Sekt und so ein bisschen Jagertee, baut kein Erwachsener eine Blutalkoholkonzentration von 1,4 Promille auf. Ja, das ist mir ja auch ein Rätsel. Und genauso wenig weiß ich, wie das gekommen ist, dass ich auf einmal direkt in Nicole reingefahren bin. Ich sehe sie nur noch da liegen und ich habe noch gesagt, hast du dir wehgetan? Aber sie hat nicht mehr geantwortet. Und dann habe ich gedacht, was ist das da so schwarz im Schnee? Aber das war kein Schwarz, das war Blut. Dabei hatten wir uns so gefreut auf den Junggesellinnenabschied, die Hochzeit, die Hütte, den Schnee. Wer hätte denn ahnen können, dass das alles so endet? Als Sie sich vor der Abfahrt auf Ihre Skier gestellt haben, wie haben Sie sich da gefühlt? Völlig nüchtern? Naja, ein bisschen schwindelig war mir schon das Jahr.
Aber ich dachte halt, mein Kreislauf spielt nur kurz verrückt, weil ich aus der warmen Hütte in die kalte Nachtluft gekommen bin. Also wenn Sie sich nicht mehr fahrsicher geführt haben, was ja einer Berka von 1,4 Promille durchaus angemessen ist, warum sind Sie dann nicht einfach gegangen? Warum haben Sie die Skier nicht stehen lassen? Es gab keine 100 Meter Hütte, von der Hütte entfernt freie Gästezimmer in einer Pension. Da hätten Sie unterkommen können. Ich dachte ja, es legt sich gleich wieder an der Luft. Aha. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein, danke. Dann möchte ich mit dem ehemaligen Verlobten der Getöteten beginnen. Sören Meurer, bitte. Und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Meurer, bitte nehmen Sie Platz. Hallo. Herr Meurer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Sören, Sie sind 38 Jahre alt und wohnen in Bad Iburg. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Betriebsleiter in einer Maschinenfabrik. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, das heißt, weil sie eine Freundin von Nicole war, war sie leider an diesem verhängnisvollen Tag mit auf der Skihütte dabei. Herr Meurer, Sie haben noch bei der Polizei in Berchtesgaden zu Protokoll gegeben, das sei kein Unfall gewesen. Die Angeklagte sei gezielt in ihre Verlobte hineingefahren. Sie habe sie töten wollen. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, sehr einfach. Agathe ist von Neid und Missgunst zerfressen. Sie hat es Nicole einfach nicht gönnen wollen, dass sie verheiratet werden sollte, dass sie einen Mann kriegen sollte, der für sie da ist, der sie liebt. Und ich meine, okay, dann auch noch ausgerechnet mich. Aber Sören, das stimmt doch nicht. Natürlich habe ich Nicole das gegönnt. Warum soll das für die Angeklagte ein Problem gewesen sein, dass ausgerechnet Sie und Nicole Nusser heiraten wollten? Naja, wir hatten mal was miteinander. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und das ging auch nur 2-3 Wochen. Das war nichts Besonderes. Es ist nur, durch Sie habe ich Nicole kennengelernt. Auf dieser Party. Sie hat mich mitgenommen und dann eines Abends stand Nicole vor mir und das war... Es hat einfach gefunkt. Ich meine, ich wusste, da steht die Mutter meiner zukünftigen Kinder vor mir. Und das hat Agathe nie weggesteckt. Und deshalb musste meine Frau sterben. Sören, glaubst du das wirklich? Hör mal zu, ich habe dir damals gesagt, dass ich mich um die Verhütung kümmere. Und ich wusste ganz genau, warum. Damit du mir kein Kind anhängst. Und dann stehe ich auf dieser Party eben vor Nicole. Und ich sage ihr, sie wird die Mutter meiner Kinder sein. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, was in Agathe abgelaufen ist. Nur... Das war mit uns nichts, dass das nichts werden konnte, das war doch abzusehen. Und jetzt frage ich mich, wie krank, wie irre, wie verzweifelt kann ein Mensch sein, dass meine Frau dafür sterben muss. Genauso gut, Herr Meurer, könnte ich fragen, wie eitel muss ein Mann sein, damit er sich so eine Theorie zurechtlegt? Das ist keine Theorie, die tickt so. Agathe konnte es nicht vertragen, dass sie die Einzige ist, die Single ist. Ich bin nicht die Einzige. Viele Frauen leben allein mit ihrem Kind und ich bin absolut glücklich mit meinem. Ach ja, richtig, stimmt. Sie hat ja jetzt auch noch ein Kind. Nur weiß keiner, wer der Vater ist. Da hat es mit dem Festnageln offenbar nicht so gut geklappt. Herr Meurer, bitte. Doch, bitte. Genau das ist das Problem. Agathe hat mich noch in der Nacht vor dem Junggesellenabschied aufs Übelste angemacht. Wie hat das ausgesehen? In der Nacht vor diesem Junggesellenabschied, das waren 3 Tage, bevor ich verheiratet werden soll, kommt sie auf mich zu und sagt, hey, ich bin noch zu haben, vielleicht willst du dir das mit der Hochzeit noch mal überlegen. Hallo? Wie viel genauer brauchen Sie es noch? 2 Ebenen ist das Gespräch so verlaufen. Das war doch nur ein Scherz. Kann man sowas nicht mal zu jemandem sagen, der abends seinen Junggesellenabschied mit seinen Kumpels feiert? Das war kein Scherz. Nicht von dir. Du meinst das ernst. Und wir wissen beide ganz genau, warum du dich an diesem Abend so abgeschossen hast. Dann lassen Sie es uns auch wissen, Herr Meurer. Das war so, Agathe dachte sich, wenn sie sich betrinkt und dann wegen der Trunkenheit nicht mehr die Abfahrt schaffen kann, muss sie ja auf der Hütte schlafen. So, dummerweise, oder vielleicht sollte ich sagen geschickterweise, war die Hütte der Mädels ausgebucht. Und 100 Meter weiter stand unsere Hütte, wo wir Männer den Junggesellenabschied gefeiert haben. Und da hat sie sich gedacht, wenn sie nicht mehr fahren kann, wird sie bei uns übernachten. Und da kann sie vielleicht mich noch schnell anmachen und noch schnell meine Ehe ruinieren. Eiskalt und berechnend ist das. Wenn das der Plan meiner Mandantin gewesen ist, dann frage ich mich, warum ist sie da nicht wirklich zu Ihnen auf die Hütte gekommen, sondern wollte eben halt abfahren ins Tal, in ihr Hotel. Ich meine, wie lange ist das her, dass Sie die gemeinsame Affäre kurz hatten? 1,5 Jahre, glaube ich. Und hat sie sich irgendwie danach nochmal gemeldet? Hat sie irgendwie nochmal Ihnen Avancen gemacht, irgendwas gemacht, damit sie weiter bei Ihnen landet?
Nein, das nicht. Aber das hätte sie sich nach Nicole auch nicht mehr getraut. Es bestand einfach kein Anlass dafür. Denn für sie war die Sache mit Ihnen genauso unbedeutend, wie Sie es auch schildern für sich. Sind Sie sich da so sicher, Frau Tasic? Vielleicht war das zwischenzeitlich mal so. Da haben Sie sich runtergefahren. Aber dann sind Sie bei diesem Junggesellenabschied mit drei Frauen zusammen, die alle glücklich liiert sind. Nur Sie nicht. Da kam doch die alte Panik und Verzweiflung wieder hin hoch. Oder nicht? Was ich auch nicht glaube, ist, dass Sie wirklich dachten, Sie könnten bei ihm noch mal landen. Das war ihm vollkommen klar. Einmal haben sie eine Abfuhr kassiert und bei dieser Meinung würde er bleiben. Aber die Hochzeit wollten sie verhindern. Und dafür sind sie über Leichen gegangen. Und deshalb haben sie Nicole Nusser umgefahren. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ich bitte Sie, soll sie als lebender Torpedo in die Stieffahrerin vor ihr fahren oder was? Ich meine, sie ist Mutter eines einjährigen Kindes. Da hat sie sicherlich andere Sorgen, als sich freiwillig über Wochen und Monate in Gips zu legen. Naja, sie hatte bei den Zusammenstoßen nur ein paar leichte Prellungen und Schürfwunden. Keine wesentlichen Verletzungen. Frau Ebner, wie lange fahren Sie schon Ski? Wie gut können Sie es? Naja, ich habe erst vor 3 Jahren angefangen und seitdem war ich ein paar Mal zum Skifahren. Aber ich bin ganz sportlich und ich hatte Einzelunterricht und ich glaube auch, ich fahre ganz gut. Ja, eben, genau. Und deshalb musstest du auch keine Angst haben, dass du stürzt und dich verletzt. Du wusstest, wie du fallen würdest. Denn das Blut im Schnee, das war nur Nicoles Blut, da gehörte nichts zu dir. Und ich kann diesen Anblick nicht vergessen, wie sie da im Schnee liegt. Entschuldigung. Wer hat Sie so schnell verständigt, dass Sie noch gleich am Ort waren, bevor Nicole Nusser von der Rettung abtransportiert worden ist? Das war der Wirt aus der Hütte der Frau. Und er hat bei uns in der Hütte angerufen. Und der wusste, dass wir zusammengehören. Deshalb, er war ja auch die ganze Zeit dabei. Er hat das ja live mitgekriegt. Und ich weiß nicht, ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Aber in dem Moment, als die Wirtin unserer Hütte Bescheid sagte, dass eine der Frauen sich schwer verletzt hatte, und wusste ich sofort, dass das Nicole ist. Ich wusste das sofort. Ich bin rausgestürzt, so wie ich war, im Hemd einfach, diese 100 Meter runter und hatte das Gefühl, ich würde auf der Stelle laufen. Mein ganzes Leben spukte sich wie ein Film in meinen Gedanken ab. Ich sah dieses wundervolle Jahr, das wir zusammen hatten. Und da lag sie dann im Schnee mit all diesem Blut. Noch Fragen an den Zeugen Meurer? Nein, danke. Danke. Dann möchte ich mit einer weiteren Teilnehmerin fortsetzen. Andrea Welten, bitte. Maren, nehmen Sie an der Seite Platz. Ja. Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Welten, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Welten, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Andrea. Sie sind 24 Jahre alt und wohnen in Rheine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Werbegrafikerin. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Also ich war sehr lange mit Nicole befreundet. Wir sind zusammen aufgewachsen und ja, ich sollte halt auch ihre Trauzeugin werden. Und wir fanden die Idee toll. Vor allem Nicole fand die Idee von Agathe toll. Die Hochzeit auf dem Berg, im Schnee. Und ja, jetzt werden wir nicht erfahren, ob Agathe das nicht vielleicht sogar geplant hat. Was, dass ich Nicole totfahre? Frau Felten, die Nicole Nusser ist ja mit 3 Freundinnen losgefahren. Also mit Ihnen, der Angeklagten und einer weiteren Freundin, die wir noch hören, der Silvia Berger, um ihren Junggesellinnenabschied auch zu feiern. Der Zeuge Meurer, der zukünftige Ehemann, ist ja auch mit seinen Freunden angereist. Sie haben auf der anderen Hütte nebendran ihren Abschied gefeiert. Und jetzt hat es an dem Abend in dem Hotel ein kurzes Gespräch gegeben, habe ich gehört, zwischen der Angeklagten und Sören Meurer. Sind Sie da dabei gewesen? Ja, wissen Sie, das habe ich mitbekommen. Wie Agathe meinte, sich an Sören ranschmeißen zu müssen, das war schon peinlich. Na bitte. Aber so war das doch nicht. Ein bisschen rumflaxen gehört doch zum Junggesellenabschied dazu. Agathe, ich bitte dich. Hätte Sören gesagt, ja komm, wir packen unsere 7 Sachen, ich hau mit dir ab, du wärst sofort mit ihm gegangen. Andrea, wie kannst du sowas sagen? Was habe ich euch getan? Nicole Nusser ist jedenfalls bei diesem Gespräch nicht dabei gewesen. Haben Sie erzählt? Haben Sie da Nicole erzählt, was die Angeklagte zu ihrem Verlobten gesagt hat? Natürlich. Unter Freundinnen ist das normal, dass man denen das dann sagt, oder? Ja, und wie hat sie das aufgenommen? Ja, sie hat relativ gefasst reagiert. Wahrscheinlich, um uns den Abend nicht zu verderben. Und ja, weil wir hatten uns alle sehr darauf gefreut. Und vor allem hatte sie sich auch auf die Hochzeit im Schnee gefreut. Nein, so war das nicht. Naja, aber jedenfalls haben die Junggesellenabverabschiedung, ist ja klar, wurden nach Männlein und Weiblein getrennt verbracht. Ist dieser Vorfall von dem Abend, wo Sie da ansprechen, da noch Gegenstand oben auf der Hütte gewesen? Ich denke schon. Haben Sie das selbst gehört oder sind das jetzt Vermutungen? Ich weiß ganz genau, des späteren Abends waren beide draußen und ich denke mal, dann haben sie es unter 4 Augen geklärt.
Ich bin rausgegangen. Ja, Nicole ist nur nachgekommen, weil es ihr in der Hütte zu warm war. Weil sie frische Luft schnappen wollte. Natürlich, ja. Deswegen. Die ist 100% rausgekommen, um mit dir zu reden, um dir mal ein paar Sachen dazu zu sagen. Ja? Und deswegen, sie hat mir sogar noch erzählt, dass du sogar eine geraucht hast, obwohl du es dir ja angeblich in der Schwangerschaft abgewöhnt hast. Ja, seit wann interessiert es dich, wie ich drauf bin? Und was geht's dich auch an? Was es mich angeht, hör mal, nur weil du dir Sören nicht angeln konntest, ja, und der Vater von deinem Kind weit und breit nicht zu sehen ist, meintest du, uns den Abend verderben zu müssen? Ja, Frau Ebner, ist dieses Flirten mit Sören Meurer wirklich ein Spaß gewesen oder war das ernst? War das kein Thema zwischen Nicole Nusser und Ihnen? Naja, schon, aber nur ganz kurz. Ich habe dann zu Nicole gesagt, das war nur ein Spruch, du glaubst mir doch. Und Nicole hat gesagt, dass sie das weiß und dass ich mir deswegen keinen Kopf mehr machen soll. Das glaube ich dir nicht. Ja, dann lass es halt. Das glaube ich dir nicht. Dann hör auf, mir anzuhängen. Ich hätte mich mit Absicht betrunken und wäre mit Absicht in Nicole reingefahren. Gutes Thema. Frau Feld, eine andere Frage. An diesem Abend auf der Hütte, hat die Angeklagte da Alkohol getrunken? Muss sie ja wohl, sonst wäre sie garantiert nicht in Nicole reingebrettert. Also fest steht jedenfalls, dass die Angeklagte eine Blutalkoholkonzentration von 1,4 Promille hatte. Die Frage ist natürlich nur, hat die Angeklagte den Alkohol bewusst getrunken oder hat der heimlich ihr jemand Alkohol eingeschenkt? Keine Ahnung, also wir hatten, von uns war es keiner, wir wussten alle, dass Agathe nichts verträgt. Also von daher, sie hat einen Sekt zum Anstoßen gehabt, vor dem Essen und danach hat sie den Wirt die ganze Zeit hin und her gescheucht, weil sie ihren doofen Kinderpunsch haben wollte. Ja, und genau, und aus diesem Topf Kinderpunsch hat sich nämlich den ganzen Abend bedient. Ich meine, der hätte ja auch nicht bestellen müssen. Die Frage ist doch nur, wer hat ihr da dieses Hochprozentige reingetan und warum?